Ja, vielleicht heißt es ja deswegen Vereinsrede. Sehr verehrte Versammlungsteilnehmer, wenn ich heute das Wort ergreife, so halte ich es für meine Pflicht, einer Sache näher zu treten, die Ihnen und uns und für alle Zukunft ein Problem von schwerwiegender Bedeutung zu bleiben scheint. Gewiss haben wir nicht die volle Gewissheit, was in Anbetracht einer Zerglauberei der ewig unmöglich erscheinenden Begleiterscheinungen in sich vereinigt. Denn gerade hier bieten sich die einschneidenden Bedingungen, die von vornherein ein für allemal ausgemerzt werden müssen. Die Vergangenheit hat uns gezeigt, dass gerade in diesem Punkt gesündigt wurde, schon aus dem Grunde, weil ein Zusammenkommen jener wichtigen Erscheinungen stets verschwiegen wurde. Wir haben uns mehr denn je über diese Kleinigkeiten immuniert, statt uns zu sagen, Freunde, geht ans Werk, greift zu und ihr werdet es nicht bereuen. Glauben Sie nicht, meine Herren, oh bewahre, schauen Sie sich selbst ins Gesicht und Sie sehen Ihre eigenen Masken herunter damit. Denken Sie an das Problem der Atomzertrümmerung. Denken Sie an die Worte des Sokrates, Femina, Feminina Monstrum, Vivat Concubinatum, O Eleonoris Causa Vini Vini Vici. Meine Herren, Schatten der Gegenwart möchte ich verpflanzen wie Minderwertigkeiten, welche nur zu deutlich aufgerollt werden, wenn uns die Zeit nicht selbst den Stempel des Tafels auf die Stirne drückt. Aber wenn wir der Einsicht näher treten, so werden die Nebenstehenden die Schäden und Nutzen am eigenen Leibe verspüren. Denn zu heiß wurde noch keine Suppe gegessen. Und wenn, dann verbrennen sich die den Schnabel, die sich mit den bittersten Enttäuschungen selbst am Ufer der Vernunft ins Lächerliche gezogen haben. Es ist nicht gleichgültig, ob ich sage, ich bin oder ich werde. Nein, meine Herren. Zufälligkeiten und Abdrosselungen eigener Anschauungen haben sich noch nie zu einer Konservierung von Gedanken verbinden lassen. Wehe dem, der sich selbst, wehe dem derjenige nur das ist, was wir uns von diesen erwartet haben. Selbst ist die Frau, meine Herren. Wenn uns die Besonnenheit uns von unseren Sorgen, deren wenige ein verblendendes Spiel in uns gesetzt, zum Zwecke des Mittels, einem wie bei jedem, wir können nicht das gute Gewissen mit derselben Resignation verknüpfen, der unserem Standpunkt von vornherein gegenüberstand. Wenn wir in lückenloser Vergangenheit eine Parallele ziehen, wenn wir uns vergegenwärtigen, dass nur Trotz und ein Gegenspiel von weitragender Bedeutung ein Resultat wird und damit nie wiederkehrende Gelegenheitsphänomen erzielt werden können und wir hiermit unserem Gewissen nicht unnötig belasten, dass ein Voraussagung eventueller Submissionsschwierigkeiten einen spontanen Verlauf nehmen oder nehmen müssen, dann ist es besser, wir vermeiden jegliche Inspirationen, die durch Sicherungen seitens kollektiver Kongresserröderungen ausgerottet werden. Es gab eine Zeit, und diese Zeit lässt sich Zeit, denn im Zeitabschnitt dieses Zeitabschnittes wird die Zeit kommen, die wir zeitlebens nie vergessen werden. Und wenn es am Sonntag schlechtes Wetter wird, müssen wir unser Stiftungsfest auf den nächsten Sonntag verschieben.